Hallo ihr Lieben, willkommen zurück zu einer Botschaft für genau jetzt. Ja, das ist ein spontaner Impuls. Ich frage einfach, welche Energien im Feld sind. Ich lege hier nur mit dem Tarot, kläre auch mit dem Tarot und habe hier nochmal Orakel- und Astrologiekarten rausgelegt, weil ich denke, wir haben einen Wechsel in der Mondphase und vielleicht bekommen wir hier noch eine wichtige Botschaft dazu. Ich starte erstmal mit dem Tarot und dann ziehe ich noch Orakelkarten zur Klärung. Im Kollektiv, welche Energien erwarten uns, was möchte uns hier als Botschaft mitgegeben werden? Ich hätte gerne eine Botschaft für das Kollektiv. Hier kommt die Kraft. Das Gericht. Der König der Münzen. Und eine hätte ich gerne noch. Oh, das waren gleich mehr. Die 8 der Münzen, die 5 der Kelche und die Königin der Schwerter. Okay, also doch sehr viel, was in Sachen Klärung dazukommen wollte. Im Thema bleibt der Wagen. Ja, hier bewegt sich etwas. Hier kommt etwas mit viel Kraft in Bewegung. Es geht grundsätzlich vielleicht auch um Energieverschiebung. Dahinter ist der Ritter der Stäbe. Ich nehme so wahr, dass irgendwie etwas ist ausgerichtet, etwas ist bereit. Ja, etwas ist bereit, sich jetzt zu bewegen, irgendwie loszurollen. Das ist etwas, das hat viel Vorbereitungszeit gebraucht. Und ich bekomme so rein intuitiv, man musste auch erst das Richtige finden. Das Richtige, die richtigen Menschen, die richtige Konstellation. Es mussten die richtigen Umstände zur richtigen Zeit sein. Ja, vielleicht ist man hier tatsächlich auch irgendwie von astrologischen Konstellationen geführt. Das kann auch sein. Ich bekam das hier gerade so intuitiv rein zu dieser Karte. Ich habe eben auch nochmal das Deck gewechselt, weil irgendwie hatte ich so das Gefühl, es muss jetzt dieses Deck sein. In den Energien hier zeigt sich die Kraft, gefolgt von dem Gericht. Ja, da sehen wir auch schon mal, da ist noch sehr viel Schub dahinter. Zunächst mal sehr kontrolliert, ja, weil die Kraft, das ist ja eine Energie, die ist sehr ausgeglichen. Das ist eine, die regelt Dinge friedlich. Ich bekomme aber hier zusammen mit dem Gericht so, das ist irgendwie ein starkes Einwirken. Ja, das ist eine sehr stark energetische Legung, die hier irgendwie liegt. Ja, eine, die vielleicht doch wirklich, also wenn es jemand weiß, schreibt gern nochmal dazu, was gerade für besondere astrologische Konstellationen sind. Es ist jetzt ein Neumond, das weiß ich, eine Neumondphase, die anbrechen möchte. Und wir bewegen uns ja auch in Richtung Widderenergie. Mit dem Gericht steht hier eine Erlösung an. Eine kraftvolle Erlösung, eine Erlösung, die aber irgendwie nicht von so einem Schreckensmoment gekennzeichnet ist, sondern etwas, das irgendwie aus milden Energien kommt. Ja, also das ist etwas, was ich als sehr stabilisierend hier wahrnehme. Energien und Umstände, die irgendwie stabilisieren und manifestieren. Ja, mit dem König der Münzen hier. Da geht es um materielle Werte. Das kann wirklich ein König oder Herrscher sein, jemand, der irgendwo auch präsentiert, was er hat, wo er steht. Jemand, der vielleicht irgendwie seine Position auch vertritt. Ja? Und ja, ich nehme so wahr, es ist irgendwie eine
eine Art von Verdichtung, eine Verdichtung von Energien, die sich hier zeigt, aber irgendwie eine friedliche Verdichtung, ja, so als würde etwas zusammenfließen und würde irgendwie eine harmonische Form ergeben. Das kommt auch hier mit den Klärungskarten so da rein, also mit diesen übergeordneten Energien, denn hier geht etwas in den Aufbau, ja, hier ist man, also wenn wir schauen, hier ist man sehr emsig dabei, etwas zu erschaffen. Man hat auch schon eine ganze Weile daran gearbeitet, etwas, das sehr stabil ist. Ja, das ist so die doppelte Vollendung, zweimal die vier, ergibt die acht, ergibt die Unendlichkeit. Ja, etwas, was sich halten wird. Ich bekomme so, jemand festigt seine Position. Ich dachte eigentlich, muss ich sagen, dass das hier eine Legung wird, die rein, weiß ich nicht, die vielleicht irgendwas Zwischenmenschliches zeigt, aber das hier ist doch eine sehr, ich würde sagen, mundan-energetische, die sich hier zeigt. Hier ist etwas in Verlust gegangen, aber in dieser Konstellation ist es mit der Königin der Schwerter auch eine Entscheidung, wie man etwas erhält oder wie man mit dem arbeitet, was noch da ist. Ich bekomme aus diesen drei Karten so, in diesem Arbeiten musste man auch Verluste hinnehmen und muss Entscheidungen treffen. Also diese Entscheidungen, die hier zu treffen sind, von diesem Menschen, die sind nicht leicht. Das sind keine leichtfertigen, das sind welche, die auch irgendwie, ja, ich sag mal, Opfer abverlangen, die aber aus einer großen Beharrlichkeit, Umsicht, ich suche jetzt ein anderes Wort, ich sag mal Resilienz, ja, aber die irgendwie auch aus einer Tugend kommen. Also das ist ein sehr tugendhafter Mensch hier. Das ist aber auch jemand, der ist unverrückbar und der hat wirklich ein gutes Fundament. Wir haben hier auch Mars-Energie, ja, die mit dem Wagen ein Stück weit hier reindrängt. Etwas, das irgendwie beginnen möchte. Etwas, das hier mit viel Kraft, aber irgendwie, aber kontrolliert. Ja, bei dem Wagen kann man auch manchmal befürchten, okay, wenn das losbricht, das ist unkontrolliert. Es kommt immer darauf an, in welcher Gesellschaft der Wagen ist, ja, also welche Karten auch damit reinspielen, welche Einflüsse. Aber mit der Kraft hier ist das etwas, das sehr kanalisiert ist, ja, sehr kanalisiert und das hier aber irgendwie in die Auflösung, Erlösung, Ablösung einer Situation mündet und zwar sehr kraftvoll, sehr groß. Irgendwie eine Art von Befreiung der Seelen, ja, sage ich mal. Ich will mal Klärungskarten dazu ziehen. Ich bin mal gespannt, was hier noch gesagt wird. Ich hätte gern zu jeder Karte zwei Klärungskarten, bitte, aber nur für die Hauptenergie hier. Wir wollten gleich drei, dann lassen wir die. Gerne noch zwei. Ja, da wollten auch drei. Okay. Hier bleibt die vier der Stäbe. Okay. Verträge, Verbindungen, ja, der Weg in eine hohe Zeit, ein Portal, was eventuell auch durchschritten wird hier. Es geht vielleicht hier von Ablösung von Unterdrückung irgendwie, von großen Lasten auch. Gucken wir mal, was die Klärungskarten hier sagen. Zur Kraft kommt der König der Schwerter, die Königin der Stäbe und das Ass der Kelche.
Hier geht es um jemanden mit sehr klarem Verstand. Wir haben wieder ein Königspaar, könnten Luft und Feuer sein als Elemente. Zeigt von etwas, was sich auch gegenseitig irgendwie befeuert oder begünstigt, ja? Weil Feuer braucht Luft, um zu brennen. Hier geht es irgendwie um eine Umsetzung. Mit dem Ast der Kelche geht es hier aber auch um Fülle und es ist auch ein Symbol, der Gral, ein Symbol für den Frieden. Ja, wir haben hier die Friedenstaube. Kraft und Stärke, aber für einen Frieden, ja, etwas, das irgendwie in eine Befriedung drängt. Also hier ist jemand, der bewahrt einen kühlen Kopf. Und vielleicht noch eine zweite Person, die eben sehr tatkräftig ist. Also das können ein Mann und eine Frau sein, das können aber auch zwei Menschen einfach jeweils in diesen Energien sein. Und die arbeiten irgendwie zusammen an etwas, das ein Neubeginn ist, das auch irgendwie ja, Fülle und Frieden symbolisiert. Gucken wir mal auf das Gericht. Was kommt dazu? Da haben wir die 9 der Stäbe und den Gehängten. Hier gibt es Verwundungen. Man hat schon einiges an Federn lassen müssen, aber man steht noch. Entbehrungen, man ist wachsam, man ist irgendwie sehr vorsichtig, ist aber aufgerufen, hier irgendwie ins Vertrauen zu gehen. Ja, man schaut sich Dinge auch aus einer höheren oder anderen Perspektive an. Das ist etwas, das Gericht ist ja sowieso eine Energie, also die prescht quasi über uns hinweg, da können wir eigentlich nicht viel machen. Ja, die wirkt auf uns ein, demgegenüber sind wir eigentlich machtlos und sind aber daher auch eingeladen, uns irgendwie da reinfallen zu lassen. Ja, also was auch immer jetzt kommt, was da sich energetisch zeigt, selbst wenn wir irgendwie Verwundungen mitgetragen haben, wir sind eingeladen, uns da vertrauensvoll hineinfallen zu lassen. Es sind Energien, die irgendwie jeden auch da abholen, wo er steht. Insofern muss man sagen, man bekommt nicht mehr, als die Seele tragen kann, energetisch. Was kommt hier zu dem König der Münzen? Ast der Stäbe, nochmal der König der Münzen und 2 der Münzen, der Wechsel. Ja, hier gibt es irgendwie einen neuen Beginn, eine neue Chance. Das 2. Ass, etwas, das aufgebaut werden kann. Und es gibt hier einen Wechsel, einen Zustand, der abgewechselt wird, etwas, das irgendwie neu ausbalanciert wird, ein Spielen mit Möglichkeiten. Und hier ist wieder jemand, der hat eben sehr viele Möglichkeiten und ja, kommt eben hier in diese Position, wo es irgendwie eine sehr große Entscheidung zu treffen gilt. Das ist etwas, das hat irgendwie, das hat große Tragweite. Ja, das ist wirklich ein neuer Anfang, so wie es aber hier mit der Kraft auch schon reingewirkt hat, ja. Es kann auch sein, dass das Gericht so ein Angstmoment ist, ja, dass das irgendwie, ja, irgendwie eine Urangst ist, die da getriggert wird, ja, bei uns. Irgendwie ein Test, so eine Art Vertrauenstest, den wir aber gut bestehen können, weil hier wird eigentlich gesagt, du brauchst keine Ängste zu haben. Ja, weil die Energien, die hier reinkommen, auch wenn das hier mit sehr viel Schub und Kraft kommt, die sind kanalisiert, die sind kontrolliert. Ja, auch wenn das aus unserer Warte vielleicht nicht so wirkt, vielleicht sind das hier auch
Erinnerungen an Verletzungen oder Verletzte, das kann auch sein, ja. Und das ist das, was solche Ängste bereitet, wo man hier vielleicht Dinge aber rückblickend betrachtet und nochmal neu bewertet. Also diese Energien, die sind groß. Hier kündigt sich irgendwie ein großes Ereignis oder energetisches Ereignis an, ja, was irgendwie ein Gericht einläutet, ein göttliches Gericht. Und was Positionen neu erschafft oder festigt, das kann auch sein. Es können auch Wechsel hier sein, Wechsel von ja, Herrscherpositionen oder sowas, ja, oder es wird begonnen, etwas zu wechseln. Aber dieser hier, der steht sehr fest, nehme ich so wahr. Also das könnten hier auch zwei sein, ja, irgendwie bekomme ich das so, dass das, also das ist einer und das hier ist vielleicht stellvertretend für mehrere, ja. Gleicher Art, vom gleichen, also Holz gemacht, ja, aus dem gleichen Element, die langfristige Werte hier schaffen. Die aber eben hier mit einer Investition einhergehen. Also das alles geht nicht ohne Schweiß und Arbeit und auch nicht ohne, dass hier etwas zu Bruch geht oder zu Bruch gegangen ist. Das könnte ja auch eine Trauer irgendwie darstellen, ja. Das sind alles Aspekte, die bedacht werden oder die da irgendwie mit reinspielen. Und es wird eine weise Entscheidung getroffen. Eine weise Entscheidung aus Weitblick oder mit Weitblick auch. Und man bedenke immer, es geht hier um das Erschaffen eines Friedens. Es geht um den Gral, es geht um einen göttlichen Kelch, der hier gereicht wird. Der Gral, das Gericht und nochmal ein Neubeginn. Etwas wird gedreht. Ein Portal, das wir vielleicht noch nicht so sehen, das aber da ist, das wird vielleicht noch größer werden. Ich bekomme so, das ist im Moment noch vergleichsweise klein, wie vielleicht wie so ein Nadelöhr, ja, durch das wir gehen. Und das wird sich irgendwie aufweiten, das bekomme ich irgendwie so. Das wird noch mehr sichtbar werden. Vielleicht auch irgendwie so eine Art Sieg, ja, so wie ist das so wie ein Triumphbogen, durch den der Wagen fährt. Also ich bekomme hier jetzt intuitiv so sehr viel Gedanken. Ich will aber noch mal was dazu ziehen. Was sagen denn die Karten hier dazu, die Orakelkarten zu diesem energetischen Ereignis? Hier kommt das Glück, strahlender Sonnenschein. Ja, also positive Energien. Auf jeden Fall Grund zum Frohsinn und was auch immer da passiert, es ist das Glück mit dabei. Ja? Glück haben, glücklich sein, irgendwie Glück erschaffen. Und ich möchte gerne aus den Astrokarten noch was ziehen. Und hier haben wir den doppelten Regenbogen Wunder. Ja, der Regenbogen ist ja auch ein Zeichen der Hoffnung, ein göttliches Zeichen der Hoffnung, ja. Nach der Flut zeigte sich der Regenbogen und der wird sich hier auch zeigen. Dann hätte ich gerne noch mal eine Botschaft zu den astrologischen Energien, zu den Konstellationen. Worum geht es hier? Was steht hier im Raum? Hier kamen zwei, der Mond. Gefühle und inneres Kind. Und hier ist die Sonne, das Sein. Ja, sind auch die zwei Pole, ne? Sonne und Mond, Tag und Nacht. Das Leben verläuft in Zyklen und nie geradlinig. Wie in der Gefühlswelt gibt es ein Auf und Ab, ein Wachsen und Verblühen. Unsere Stimmung und unsere Bedürfnisse verändern sich. Dein inneres Kind begleitet dich immer und möchte genährt werden. Es möchte sicher und angenommen sein und braucht Geborgenheit. Achte auf dich und deine Gefühle, auch solche wie Traurigkeit, Wut oder Einsamkeit.
Drücke sie nicht weg. Sie sind der Wegweiser für dein Leben oder Veränderungen. Verwöhne dich und sei gut zu dir. Das macht es dir leichter, dein Leben zu gestalten. Frage dich, was fühlst du gerade? Alles darf sein. Wie baust du dir dein emotionales Nest? Treffe dich mit Menschen, die dir gut tun. Und die Affirmation, ich achte auf meine Gefühle. Ja, und für die Sonne, das Sein. Babys haben die wundervolle Gabe, die Welt mit Staunen zu betrachten. Sie tun alles mit Begeisterung, ob sie lachen, schreien oder die Welt entdecken. Tiere sind ähnlich. Viele Menschen haben diese Gabe verloren und sind wieder auf der Suche danach. Dieser Schatz steckt immer noch in dir und wartet nur darauf, ausgegraben zu werden. Du strahlst etwas Einzigartiges aus und trägst besondere Gaben in dir. Forsche nach, erkenne sie und teile sie mit der Welt. Wie warst du als Kind? Was liebst du heute an dir? Was erfreut das Kind in dir? Es gibt jeden Tag Schätze zu entdecken. Affirmation, ich lebe meine Begeisterung. Ja, das sind nochmal Botschaften für uns persönlich, ja, wie wir in diesem energetischen Geschehen auch quasi mitschwimmen können. Wobei ich das hier mehr als einen großen Rahmen sehe. Ja, ich bin sehr gespannt. Ich belasse es mal dabei, wünsche euch eine gute Zeit. Danke, dass ihr zugeschaut habt und bis zum nächsten Mal.